mache eine Klappe, meine untere Hand. Geil. Wo ist Ben? Es klingt, als würde es regnen. Ich dachte die ganze Zeit, oh nein, jetzt fängt der Regen an, wir können keine Musik mehr machen. Aber es sind einfach nur Insekten, die unsere Lichtdeko geil finden. Ich finde unsere Musik geil. Ja, ich glaube, sie finden Mine geil. Ach, so ist es. Wollen wir sofort Musik machen? Ich fände es geil. Also ich singe ja eh nur la 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 la. Wollt ihr sofort Musik machen? Willst du sofort Musik machen? Tipum fa pong de ba de tum tum. 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 Tipum fa pong. Mine und ihre Bassistin Vrodi. Nicht das so, wie es eigentlich ist, der Bock, obwohl es war. Ich bin so hart neugierig, ne? Also immer. Nee, das ist ja nervig. Wir gehen mal wieder aus der Box für eine Überraschung. Oh, bitte schnell. Ich habe voll Angst, dass ich irgendwas kriege. Nein, alles gut. Nein, ich geleite dich hindurch. Ja. So. Jetzt kommt eine kleine Stufe. Ich habe am allermeisten Angst vor Spinnen und da wäre ich tatsächlich auch einfach raus. Also alles andere kann ich mich überwinden, aber bei Spinnen kann ich nicht. Ich bin da ein bisschen aufgeregt. Kann ich in den Wald? Da kann ich keine Kühlschrank aufkommen. Wir sagen einfach gar nichts mehr. Wir sind ich rede aber die ganze Zeit mit selber. Wir sind so gemein. Ich finde mich gerade selber so gemein, aber ich muss es tun. Ich verstehe es. Ich bin sehr beeindruckt von dir, weil ich kann sowas gar nicht. Ich hätte schon lange was verraten. Ich hätte schon lange so geteasert ausgesehen, weil ich es nicht aushalten kann. Ich finde, das machst du sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall Nature. Du bleibst einfach sitzen, nicht? Okay, kümmern. Ja. Krass. Bist du noch am Leben? Ja. Gut. Ich sag dir auch Bescheid, sobald irgendwas im Weg ist oder so. Kann aber ganz normal laufen. Ich hoffe, hinterher. Nimm die Beine in die Hand. Alles, was passiert, fängt gerade an. Das Glück ist nah, es liegt an mir. Ich sollte mitgehen, aber ich bleib hier und schau ihm hinterher. Schau ihm hinterher. Schau ihm hinterher. Schau ihm hinterher. Alle stehen zusammen und jeder geht für sich. Die vielen Möglichkeiten verorten ich. Das Glück ist heiß, es brennt. Das Glück ist schnell, es rennt und ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher.
ist Mine. Und Mine ist ein sehr, sehr, sehr großer Alpaka-Fan. Aber diese sehr, sehr, sehr tolle Macherin ist auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr als das. Sie singt und schreibt und produziert für sich und andere, crowdfundet sich ganze Orchester, entwickelt fette Musikvideoideen und ist gefühlt die beliebteste Feature-Gästin der deutschen Hip-Hop-Szene. Was neben ihrer allgemeinen Tollheit bestimmt auch ihrem sehr, sehr geilen Beat und Flow zu verdanken ist. Und apropos Flow, geile Überleitung zu Mines Bassistin Vroni, die auch mit am Start ist und so tight ihren fünfseitigen Bass spielt und nebenbei Alpaka-Lama-Wieseninsekten vertreibt und samt weiche Backings singt, dass man sich wünscht, man hätte in seinem Leben einfach immer eine Vroni neben sich. Hey. Oh, hi, ihr seid noch wach? Guck mal, wie sie wieder hinterher... Ah, jetzt seid ihr hinterher, ne? Wow, guck mal. Ja, das war der war davor schon, aber das sieht total schön aus, finde ich. Der ist ganz süß, finde ich. Da kommt sein Homie. Dich mache ich jetzt mal weg, aber du darfst bleiben. Der sieht echt cool aus. Das ist meine Brosche. Ich habe das Gefühl, beim Spielen sind es weniger. Ich glaube auch, wenn wir spielen, ist es weniger. Ich habe so wirklich auch das Gefühl. Ja. Okay, wir machen einfach die ganze Zeit Musik. Okay, wir spielen. Wir spielen, okay. Ziehst du mit? Ja, oh ja. Soll ich rappen? Soll ich den Rap machen? Kannst du rappen? Nee, also ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, ich kann nicht rappen. Aber oh Mann. Wir haben einen Rap-Song gemacht beim Album. Ich habe ja ein Album gemacht mit einem Rapper. Ja. Der Rapper heißt Fat Tony. Der ist super. Schon herrlicher Typ. Super Rapper. Schon super Rapper. Ja. Und da haben wir halt einmal einen Spaß gemacht, sondern singt er und ich rappe. Ach, das aber ist ich ja kann nicht. Das eigentlich jetzt nicht machen, weil das kommt ja erst ganz spät raus. Und dann wissen sie ja schon alle, was ich da rappe. Deswegen geht das leider nicht. Ich rappe einfach seinen Text, da gibt es ja auch einen Text von ihm auf dem Song. Den rappe ich jetzt einfach. Das ist ein guter Deal. Ich bin ja schon happy, wenn du rappst. Weil okay, aber ich sage euch direkt, ich kann's nicht, ja? Ich find's so geil. Ich will unbedingt rappen können. Und ich habe größten Respekt vor allem, die es tun. Hi. Ja, ja, das könnte dir so passen, aber das könnte es betont, also wir könnten es auch lassen. Generation, wir könnten was verpassen, dass ich mir da nicht sicher bin, darauf könnt ihr euch verlassen. Weißt du, wie ich meine? Entscheidungen sind Feinde. Ja, lass uns zusammen sein, aber vielleicht lieber alleine. Wenn wir nichts haben, haben wir auch keinen Besitzanspruch. Wenn wir Masken tragen, gibt es später keinen Gesichtsverlust. Erschwört man sich, man zieht mit bis zum Schluss und man hält 100 Meter Abstand per Gerichtsbeschluss. Es glauben alle dran, finden's wirklich ziemlich gut und plötzlich sind wir nicht mehr cool, ein bisschen wie beim Hitlergruß. Sex ist nie so gut, wie man sich's vorstellt beim Wichsen. Wir werden nie so cool wie die beiden aus Pulp Fiction. Das Glück ist eine warme Waffe, bang, bang, shoot, shoot. Es ist doch eine klare Sache, harte Fakten. Alles andere sind Spinnereien. Doch was ich dir eigentlich sagen wollte, scheiß drauf, ich bin dabei. Riecht gar nicht. Es riecht aber nach Tier. Oh ja. Jetzt. Oh ja. Ja. Da ist was. Juhu. Oh, krass, ist im Stall. Auf jeden Fall. Gehen wir im Kreis, kann das sein? Wir machen schon ganz lange eine Rechtskurve. Vielleicht. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie Kai Pflaum. Passt du mal hinter dich, jetzt kannst du dich nämlich hinsetzen. Ah, ein Baumsturm. Stürzt du hinten an, jetzt kannst du dich da hinsetzen. Oh, Kissen. Gut, ne? Mach mal bitte. Ah, oh Gott! Was ist das? Oh, das ist ein Alpaka! Das ist ein Alpaka! Jetzt darfst du deine Darf Augen. Ah, oh mein Gott, das ist wirklich ein Alpaka! Darf ich vorstellen, das ist Jasmin? Ohne, ich glaube, du darfst nein, das auch. Nein, das ist Jasmin. Die heißt wie ich? Die heißt Jasmin. Hallo! Oh Gott, ich raste auf! Oh Gott, das ist ja voll schön! Oh Gott, ihr seid wunderschön! Das ist ja der Knall. Oh mein Gott, die sind ja überall! Krass! Ey, das, ihr seid ja der Knall. Ey, ich find's richtig toll! Hallo! Ey, geiler Name!
Oh mein Gott, ich habe halt noch nie Alpakas in echt gesehen. Echt? Das ist mein Lieblingstiere. Ich habe hier einen Alpaka tätowiert. Du darfst mich gern jederzeit abschlecken. Was ist denn wie schön? Hallo, wir sind Freunde. Hi! Ich hab mir gerade zugezwinkert, so hat er gemacht. So. Ey, das ist richtig krass für mich gerade. Oh, das ist so geil. Oh. Das sind einfach die besten Tiere der Welt. Kannst mitsingen? Ja. Schubidu. Die haben so süße Gesichter. Ich komme da gar nicht drauf klar. So schön. Komm mit nach Hause zu mir. Ich habe auch eine schöne Wohnung. Hey, Girls. Macht voll glücklich. Richtig geil. Bis später, Ladies. Oh, das ist toll. So toll. Hast du ein Foto von mir? Ja. Ein Alpaka? Ja. Du bist aber kein Alpaka. Ich bin ein Alpaka-Rassist. Sei nett, guck in die Kamera. Oh, das ist der Knaller. Oh, ich danke dir so hart. Frag mich nicht, wo mir der Kopf steht. Er taumelt. Frag mich nicht, worum es sich dreht. Ich staune überall. Und ich war. Ziehst du mit mir? Ich warte. Ziehst du mit mir? Doppelt auf die Liebe und ich frag dich, gehst du mit oder lässt du sein? Du fragst mich, was dir dann noch bliebe. Machst du's nicht oder schlägst du ein und ich warte. Ziehst du mit? Ich warte. Ziehst du mit mir? Ich seh dich immer noch so weit weg von mir. Ich frag mich immer noch, worum geht es dir dabei? Ich hör nicht mehr auf dich. Ich tausche Stolz ein gegen das, was mir fehlt. Und du hältst mich auf und ich warte. Ziehst du mit mir? Ich seh dich immer noch so weit weg von mir. Ich frag mich immer noch, worum geht es dir dabei? Ich seh dich immer noch so weit weg von mir. Ich frag mich immer noch, worum geht es dir dabei?
Ich hör nicht mehr auf dich. 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 Es ist ein Applaus und ein Applaus und ein Insektentöten. Und eine Insektentöten. Aber wie geil das gerade war, weil die alle noch mal so nah gekommen sind. Das war gerade so, oh, ich wusste gar nicht, wo ich hinschaue. Da hinten ist die Alpaka. Ich habe auch vor uns gelernt, gedacht, oh, Alpaka, ziehst du mit mir? Oh, zieh, komm doch mit. War so schön. Komm noch mit. War echt. Wow, was ist das? Das ist wie so eine Natur-Lehrstunde hier draußen. Ja. So, bei mir kommen die nicht rein, ich habe immer so viel Spray drin. Kackt aber auch eins bei dir, zwei sogar. Ja. Auf der anderen Seite des Scheitels. Auf der anderen Seite des Scheitels. Was ist da wohl? Fand niemand darf deine Haare anfassen. Bist du so ein eitler Typ? Was die Haare angeht, mega. Das ist halt irgendwie, wenn die einmal so sitzen, das ist richtig. Wie lange brauchst du, bis die sitzen? Real Talk? Na, keine Ahnung, so eine Viertelstunde vielleicht. Also es ist auch Viertelstunde? Was? Ist das relativ schnell oder relativ das lang? Sehr viel. Ich finde das ziemlich lang. Also in Viertel, so nach dem Duschen, ich spreche jetzt von nach dem Duschen, wenn dann alles raus ist, weil die fallen halt alle nach vorne. Also ich glaube, in der Viertelstunde schaffe ich es mit, also Duschen und Styling und Schminken, glaube ich. Und rasieren. Ich würd sagen, mit rasieren, das schaffe ich nicht. Doch, aber sichtbar, nur die sichtbaren Stellen. Dann siehst du manchmal im Sommer auch nur die unteren Beine. Ja, man kann ja auch manchmal einen langen Rock anziehen. Sollen wir irgendwas von jemand anderem spielen? Von jemand anderem? Was findest du denn richtig geil? Ich finde so viel so geil, aber ich kann das alles nicht nachspielen, glaube ich. Gibt's irgendwas, wo du sagst, super, das findest du geil und das könnten wir auch zusammen mucken? Mucken? Ich muss ja sagen, ne, ich bin ja so ein bisschen so eine wandernde Jukebox. Mir ist mega gut. Kannst du Hallo. Hallo, Emily. Hi. Hat mich jemand gerufen? Guck mal, Emily. Hallo? Hat mich jemand gerufen? Ich bin auf jeden Fall so eine wandernde Jukebox, weil ich sehr, sehr lange sehr viel Covermusik gemacht habe. Ja. 10 Jahre lang halt, so richtig hardcore, so mit allem drum und dran. Ich war sogar auf dem Kreuzfahrtschiff. Was? Ja, jetzt ist raus. So alleine oder mit Band? Nee, mit Band, aber wir mussten so 30% Schlager anscheinend musst du dabei sein. Ah. Und was hast du für Schlager da gespielt? Alles Mögliche. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Liebe in der Nacht. Ja. Tränen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Genau. Hey! Ja, geil! Und dann alle Alpakas. Nee, alle Alpakas. Ja, das ist, die machen echt so. Ja, geil. Sollen wir das machen? Refrain. 1, 2, 3, 4. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Aber du machst dann auch sofort eine andere Stimme, ne? Das singst nicht du. Das singt so ein. Ja, das ist halt. Distanzierung. Ist eine Show-Mine. Ja. Klar. So ein bisschen so wie bei dir. Ja, so ein bisschen. Aber es gibt ja auch geilen Schlager. Also zum Beispiel, ich finde den Titelsong von Biene Maier finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ja. Aber es ist ja auch, ich meine, es gab ja eine Zeit auch, wo das einfach total Popmusik war. Jetzt ist ja, ja leider wieder so, aber leider ist das halt echt so. Sehr, sehr unangenehm. Aber das ist so geil, bei euch da merkt man. Auch schön, das Gesicht. Ja, ich wollte kurz mich anpassen. Ja gut, also bei euch merkt man richtig, dass das so wirklich aus dir raussprudelt. Das ist so, ich habe auch, glaube ich, habe 5 Sekunden in hinterher reingehört. Da habe ich schon gesagt, geil. Da hörst du, das ist nicht anempfunden. Das ist halt so, das ist real. So scheiße, es klingt halt voll doof, was ich jetzt sage wahrscheinlich. Aber ich kann das nicht kontrollieren. Die Worte kommen dann auch aus mir so raus. Aber der Müll muss halt raus, damit vielleicht. Egal. Also ich find's richtig geil. Oh nein. Was ihr zwei da macht. Geh da doch nicht rein, das ist auch Quatsch. Dankeschön, vielen Dank. Ja, vielleicht sind auch die Leute, die das dann hören, einfach die besseren Zuhörer.
Na, nee, das würde ich nicht sagen. Das glaube ich, ja. Ich also, wollte auch nee, gerade schon nein, Protest, nicht, Protest. Nein, nicht weil die das so gelernt haben, sondern weil man sich viel mehr damit beschäftigt als andere Leute. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, Leute hören unterschiedlich. Ich glaube nur, es ist so schön, wenn man so viel von sich selbst da reinsteckt und eben so wenig den vielleicht leichteren, glatteren Weg geht, weil man auch gar keinen Bock drauf hat. Ja. Aber dann ist es halt trotzdem geil, wenn irgendjemand sagt, ich habe übrigens gehört. Ne? Ja, also du bist da nicht in die Richtung abgebogen. Ich finde es voll schön, dass du das nicht gemacht hast. Ich kann das aber auch nicht. Also viele andere haben, glaube ich, oft die Möglichkeit zu sagen, so, ja, ich mache jetzt mal so einen Hit und dann wird es halt groß und dann kann man sich davon ja auch sehr viel andere Sachen kaufen, um dann Kunst zu machen. Es ist ja auch gar nicht so scheiße, dann vielleicht sowas zu können. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich da rangehe, ehrlich gesagt. Ich finde aber ehrlich gesagt, so ein, zwei Hits hast du schon. Habe ich Hits? Ich finde schon, hier der Mond lacht der und Mond. Hinterher schon ein Hit. Hat schon, oder? Ich finde das schon ein bisschen. Hat schon ein bisschen Hit-Charakter. Also, ja. Das ist jetzt nicht nur so, dass man so sagt, okay, das ist jetzt nur was für Leute, die so mega arty-arty-shit unterwegs sind. Finde ich nicht. Das hat, finde ich, schon Hit-Potenzial. Ey, und wenn ich das sage, dann heißt das gar nichts, leider. Aber ich finde, dass das Hit-Potenzial hat. Wieso heißt das dann nichts? Ja, ist jetzt ja nicht so, als würde ich entscheiden, wer jetzt morgen die Hits macht oder nicht. Nee, wenn, das hören, aber du hast... Du, ich finde es auch, ich finde, das ist eher so eine Bezeichnung für etwas, was viele mögen könnten vielleicht. Weißt du, was ich meine? Genau, und ich glaube schon, ja. Im besten Sinne, dass du das hast, ohne dass sich das anhört, als hätten da 10.000 Leute rüber gebügelt. Und das ist selten. Das hatte ich zum Beispiel bei Tristan, weswegen ich das auch so schön finde, dass der ihr euch so mögt. Ja. Aber ich glaube, ich kenne auch gar niemanden, der Tristan nicht mag. Das kann man auch gar nicht. Der Typ ist halt einfach... Also menschlich ist er halt ein mega knaller, cooler, super Typ. Ey, weißt du, was ich mal mache? Das wollte ich eigentlich nicht. Warte mal kurz, gib mir mal kurz mein Handy. Ich muss dir was vorlesen. Tristan, wenn du das blöd findest, ich frag dich, dann schneiden wir das natürlich raus. Wir haben ihn gefragt, womit man dich vielleicht gut überraschen könnte, weil wir ja alle Quellen anzapfen, die wir haben. Mir fällt kein Item ein, da erzähle ich dir einfach mal, wie ich sie wahrnehme. Krasseste Do-it-yourself-Frau mit viel Blick fürs Detail, aber auch fürs große Ganze. Dabei immer herzlich und entspannt. Kümmert sich um alle ihre Leute. Ihre Kunst macht sie quasi mit links. Ich habe größten Respekt. Geborene Bundeskanzlerin. Nee. Voll schön, oder? Oh Gott, ich muss ihn gleich anrufen. Und der Mond, und der Mond.
der Mond und der Mond lacht über unser Geschenk für dich. Echt? Du hast doch schon so viel geschenkt heute. Ja. Du hast ja vorher die Jasmin kennengelernt. Ja. Und das ist für dich. Ein kleines Abschiedsgeschenk. Ist es schon so weit? Ey, krass, ey. Vielen Dank für die Einladung überhaupt und alles. Ich freue mich so hart, ey. Patenschaftsurkunde? Was? Nee. Denn du bist ab jetzt Patin von der Jasmin. Jasmin! Oh, geil! Das ist ja der Knaller. Und du wohnst jetzt in Berlin, das heißt, du kannst hier rauskommen und die Jasmin mal besuchen. Ja, das auf jeden Fall. Ich liebe sie so sehr, diese Tiere. Danke. Sehr, sehr gerne. Ey, liebe Leute, es fängt jetzt an zu regnen. Das heißt, was wir jetzt machen, wir machen so schnell wie möglich über alles Elektrische Plastiktüten drüber. Und ich sage aber schon mal, ey, danke, dass ihr da wart. Mega cool, dass ihr das mitgemacht habt. So, die Technik ist safe. Die Lamas sind noch am Start. Und die Idee ist, dass wir noch vielleicht ein Lied zusammen singen. Ein Lied? Ein Lied vielleicht? Ein Lied vielleicht? Ein Lied. Zwei, drei. Oh, guck mal, da ist die Jasmin. Das ist mein Paten-Alpaka. Dir hängt da was, Jasmin. Oh! Aber du kannst das tragen. Wer hat mich gerufen? Ach, bitte nach vorne gucken. Herzlich willkommen. Möchtest du mitsingen? Du könntest Bass singen, bei dem Hals. Ja, nicht. Wie geil. Jasmin. Jasmin. Klar, erkennbar am Strohbart. Jasmin, dieser Song ist nur für dich. Ja, nur für dich. Theo. Das ist super. Theo. Ich dachte immer, das heißt Theo. Ich dachte früher dann immer, singst das heißt du Theo und wir singen Theo. Theo, spann den Wagen an. Okay. Ja, macht keiner auch sein, dass der Theo. Du fängst an. Und es passt auch so schön zum Regen, der uns in den Abschied getrieben hat. Theo, spann. Ich wollte jetzt eine richtig gute Moderatorin spann sein. Spann den Abend an. Ey, spann den Theo! Machst du den Wagen jetzt? Spann den Abend an. Theo, spann den Wagen an. Seh den Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Theo, spann den Wagen an. Seh der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben.